Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Asreiter und wir sind einem vorgestellt und zwar Punk Wars. Das ist Vorschau Nummer 1 und ja, ich habe das Spiel von den Entwicklern bekommen. Vielen recht herzlichen Dank dafür. Es kommt im November 2022 raus und ich meine, es wäre der 11., ich bin mir jetzt nicht sicher, aber irgendwo am Anfang des Anfang bis Mitte des Monats. Und ja, es ist ein X4-Spiel, es ist auf Deutsch, wie ihr hier seht, und ich habe die Einstellung leider runterschrauben müssen. Es ist native Linux, aber leider ja relativ schlecht am Laufen. Ich weiß auch nicht, wie gut es gleich wird. Ich sehe schon so ein bisschen mit Aufnahme etc. ruckelt. Ich habe das auch im Fenstermodus am Laufen. Ich hoffe, wir kommen trotzdem ein bisschen weit, dass wir sehen können, wie es aussieht. Ich starte mal das Tutorial und wir gucken dann da mal rein. Ne? Dann würde ich sagen, nach dem Intro gucken wir uns das an. Bis gleich. So, dann legen wir mal los und gehen ins Tutorial. Ladebildschirm. So, da sieht man schon ein bisschen, das hat gestoppt, geruckelt. Willkommen im Tutorial, stelle dich natürlich in diese Fraktion als Anführer der Steampunk-Fraktion. Mit deiner dampfbereinigten Technologie wirst du deine Basis auf das tödliche Ödland ausdehnen, dich feindlichen einstellen und keine Gnade mit denen zeigen, die ein Hilfsangebot ablehnen. Wer deine Technologie, nur deine Technologie kann sich durchsetzen und das von der Menschheit übrig geblieben ist, in eine neue Ära des Wohlstands führen. Unter deiner aufklärenden Führung wird dein Volk Armut, Krankheit, Hunger und Kriege ausrotten oder es wird bei dem Versuch sterben. Beginnen wir mit meiner Orientierung. Benutze die grünen Pfeile an der Seite des Fensters, um zwischen den Optionen Ereignisse zu wechseln. Normalerweise führen andere Optionen zu unterschiedlichen Ergebnissen, je nachdem, wie du dich entscheidest. In diesem Tutorial liefern sie jedoch zusätzliche Informationen über das Spiel und seine Umgebung. Es spielt keine Rolle, welche Option du wählst. Klicke auf die Schaltflagge, um fortzufahren. Okay, wie du sehen kannst, befinden wir uns noch in der Phase der bescheidenen Anfänge. Wir haben einige Gebäude zur Rohstoffproduktion errichtet. Das ist gut, denn sie werden uns nicht so bald ausgehen. Das bedeutet aber nicht, dass du dich einfach zurücklehnen und entspannen kannst. Es liegt noch viel vor uns, wenn wir expandieren wollen. Zunächst einmal sind die meisten Aktionen für die Zeit des Trainings aktiviert und haben keine Militäreinheiten. Wir haben nur den Arbeitseinheiten zur Verfügung. Eine Baumeister, der... Hey, was ist das da drüben? Was ist das so? Im Wechsel zur nächsten Ereignisoption für zusätzliche Hilfe. Oben auf dem Bildschirm findest du die Ressourcen, ihre Produktion pro Zug und ihr aktuelles Limit. Wir unterscheiden Nahrungsmittel und Wasser. Grundlegende Rohstoffwissenschaftspunkte werden verwendet, um unsere Technologien voranzutreiben. Menschen, Arbeitskräfte, die für die Rekrutierung von Einheiten zur Verfügung stehen. Dampf, unsere wichtigste Energiequelle. Jede Fraktion findet eine andere Art von Brennstoff, um ihre Maschinen anzutreiben. Das ist hier oben gemeint, hier ist wohl der Dampf, hier ist Essen, da ist Wasser, hier ist Unterkunft wohl. Die Leute sind glücklich und hier haben wir Forschungspunkte wahrscheinlich noch und noch andere Optionen. Gehen wir weiter. Die maximale Anzahl der Ressourcen, die wir haben können, wird direkt durch die Zahl der Sicherheitstürme begrenzt. Jeder neue Turm erhöht das Limit um 5. Okay. Einen haben wir noch. Baumeister sind einfache Arbeit, die Ressourcen sammeln, beschäftige Gebäude, reparieren und neue Bauer. Der Bau von Gebäuden verbraucht die Einheit. Okay. Scheint, dass eine gepanzerte Dampflokomotive, die während des letzten Gefechts mit den barbarischen Öllandbewohnern verloren ging, gefunden wurde. Sie ist jedoch schwer beschädigt und die Besatzung ist verwundet. Sie wird handlungsfähig sein, wenn wir ihr nicht helfen. Handlungsunfähig sein. Zuerst brauchen wir die Sanitätereinheit, die im Ausbildungszentrum angeheuert werden kann. Wie ihr sehen könnt, fehlt uns im Moment diese wichtige Infrastruktur. Dagegen sollte etwas getan werden. Also baue uns ein neues Ausbildungszentrum. Denke immer daran, das Ereignis zu schließen, bevor du mit deren Aufgabe fortfährst. Und keine Sorge, dein aktuelles Ziel wird in diesem Popperfenster detailliert angezeigt. Verstanden? Schließe das Ergebnis, um fortzufahren. Wenn jetzt zum nächsten Ereignis, zum Weiterhilfe zu... Gut. Dein Starten. Der Baumeister befindet sich außerhalb deines Sichtpunkts. Wähle sie mit der linken Maustaste aus. Um den Baumeister zu bewegen, klicke mit der rechten Maustaste auf ein Feld, zu dem er reisen willst. Jedes Bewegungsverbrauch einen Teil der Aktionspunkte AP, die die Einheit hat. Schließe das Ergebnis, um fortzufahren oder welche zum nächsten Ergebnis, um Weiterhilfe zu erhalten. Um es sich einfach zu machen, haben wir den Baumeister und andere Einheiten Zugang zu einem begrenzten Anteil von Aktionen. Schließe ja, okay.
Letzter Ausbildungs, denke daran, dass die meisten Gebäude einschließlich des Ausbildungszentrums innerhalb deiner Grenze platziert werden müssen. Deine Grenzen verlaufen entlang der Mauer, die deiner Stützpunkt umgibt. Schließ das Ergebnis, um vorzuhören. Ja, jetzt nehmen wir's. So, die sollen wir jetzt mit was machen? Eine zivile Einheit, mit der man neue Gebäude bauen kann. Ja, das hat dir der schon erzählt. Oh, die Karte kann man so drehen. Ja, sehr schön. Sieht auch sehr cool aus. Und ja, weiß jetzt nicht, warum die so komisch sind. Finde die Baumeister Einheit. Ja, linken Master aus da aus. Ah, mit der linken. Okay. Haben wir. Klicke mit der rechten Maustaste einen leeren Sechseck innerhalb der Mauern. Was sind meine Mauern? Da wahrscheinlich, oder? Klicke, es wird der Menü diese Einheit. Was klicke Baumeister? Es wird ein Aktionsmenü dieser Einheit am unteren Bildschirmrand öffnen, werde die Stützpunkte. Klicke Baumeister. Aha. Und Nummer, Schützengebäude bauen, Nummer 1. Ach so, das ist Nummer 1. Und hier kann ich ein Ausbildungszentrum dann bauen, oder wie sehe ich das? So, jetzt bauen die das dann. Annehmen, abbrechen geht hier wohl nicht. Wahrscheinlich muss ich dann doch hier sein. Vielleicht muss ich es da bauen. Nee, geht auch nicht. Ausbildungszentrum. Was soll ich hier mit diesem Fenster, wenn das dahinter liegt? Annehmen, fertig. Was soll ich jetzt tun? Ach, kann ich außerhalb der Grenzen gebaut werden? Alles klar. Dann muss es wohl hier sein. Aha, da brauche ich 6 APs, die ich schon wieder nicht mehr habe. Hat ja gut geklappt, ne? Das bedeutet, wir gehen jetzt mit den Jungs dahin. Gehen dann dahin. Und können dann wahrscheinlich da bauen, weil da eine Freistelle ist. Super. Toll gemacht. Naja, so toll war das jetzt nicht. Du hast deine Gebäude gebaut. Ausbildungszentrum ermöglicht es dir, grundlegende Militäreinheiten zu rekrutieren, von Männern und Scharfschützen. Du kannst sie auch benutzen, um eine Sanitäter anzuheuern. Nebenbei gesagt, wir brauchen einen Sanitäter, um den beschädigten Lokomotiven ihrer Besatzung zu helfen. Wähle das Gebäude und stelle ein. Ja, okay, annehmen. Brauche ich jetzt nicht. Sanitäter anheuern. Anheuern. Ist das jetzt schon da? Nee. Beende deinen Zug, damit er neu über den Kurs spawnen kann. Ja, machen wir. Da sind sie. Fantastisch, deine Sentinelen melden sich zum Dienst. Nun müssen wir in der Nähe an die Lokomotive bringen und ihnen Magie wirken lassen. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Es gibt Gerüchte über feindliche Kräfte, die sich uns nähern. Okay, das heißt den. Ja, das Drehen ist ja ganz cool, ne? Aber gehen wir da mal hin. So, jetzt geht's aber. So, und jetzt? Heilen. Kann ich da auch noch hingehen? Die schläft dann. Klick mit dem Rhythmus auf ein Feld neben der Lokomotive. Deine Situation hin. Habe ich gemacht. Sobald der Sanitäter direkt neben der Lokomotive steht, beende deinen Zug, um fortzufahren. Ah, ich muss beenden. Okay. Und jetzt? Heilen. Klick auf den Zähneinheit und wähle Heilen aus der Aktion mehr. Bestätige die Aktion, nimm du mit dem Maus auf die Lokomotive. Jetzt habe ich es gemacht. Sehr schön. Schon. Wir haben die Lokomotive repariert und keinen Moment zu früh, denn wir haben die feindliche Militäreinheit in der Nähe unserer Basis entdeckt. Bislang sind wir nur mit den unorganisierten Ödlandbewohnern aneinander geraten. Aber allein die Anwesenheit von luftverschmutzten Dieselsoldaten bringt mich auf die Palme. Wir haben das schon immer vermutet und jetzt haben wir die Bestätigung. Diesel muss irgendwo in dieser Gegend sein. Eine Basis haben. Wir müssen uns mit ihnen befassen, aber zuerst sollten wir uns um die aktuelle Bedrohung kümmern. Ich werde es Ihnen zeigen. Wechsel zur nächsten. Komm weiter. Da sind sie schon. Ja, habe ich schon lokalisiert.
Die Lokomotive muss in der Nähe sein, bevor sie angreifen kann. Also bewege sie auf ein Feld neben den Feind. Wo sind jetzt die Lokomotive? Da hinten. Nee, die wollte ich gar nicht. Ich wollte die Lokomotive. Ey, super, oder? Jetzt kommt die Lokomotive aber. Schafft es aber nicht in einem zu. Ah, wird 2 Runden dauern, steht da. Okay. Jetzt haben wir sie angegriffen, aber. Okay, die kann ich zum Schlafen legen, um das zu ignorieren. Sehr schön. Zack. Die hat keinen Zug mehr, oder? Also Punkte. Okay, warte mal da. Noch ein Punkt steht da. Ne, da geht jetzt nichts mehr. Da muss ich jetzt weitermachen. Okay, jetzt haben die angegriffen gehabt. Und das ist die Einheit kaputt. Okay, wir beenden den Zug, um fortzufahren, steht da ja, ne? Was macht er? Beendet seinen Zug? Aha. Wir haben diese Schlacht gewonnen, aber der Krieg gerade erst begonnen. Unser gepanzerter Dampflokomotiv hat einen Erfahrungspunkt und die Zerstörung des Feindes erhalten. Warum belohnen wir sie nicht für ihre Tapferkeit? Wir geben ihnen einen zusätzlichen Punkt, der gerade ausreicht, um sie aufzuwerten. Sobald du dieses Fenster schließt, kannst du ihre neue Fähigkeit auswählen. Okay. Erfahrene Besatzung, verstärkte Panzerung. Kann ich das auch sehen, was das ist? Wahrscheinlich nicht, ne? Hier sieht man noch was vielleicht, aber auch nicht so wirklich Angriff. Ja, verstärkte Panzerung ist vielleicht auch cool, oder? Ist das hier die Panzerung? Keine Ahnung. Mit der linken Maustaste auf die Lokomotive klicken. Habe ich gemacht. Wähle eine Level-Up. Vergünstigung aus dem Fenster auf der rechten Seite. Habe ich gemacht. Wenn da ein Zug, um vorzufahren, habe ich jetzt gemacht. Du bist dran. Ungehindert skrupellos Expansion. Aha, wir müssen mehr Gebiete sichern. Okay. Wähle Observatorium. Ist das das Observatorium? Nein, das ist nicht. Dann wird es das sein. Ja. Aktion Baumeister. Anheuern. Haben wir gemacht. In einer Runde wirst du für Fehler eine Lokomotive geben müssen. Nutze die Aktion stärker, um an den Gegenangriffsmodus zu versetzen. Verbessere den Widerstand und erlaube die Einheit, um eine Schläge zu beantworten. Danach besetze sie in den Schlaf. Was soll ich jetzt machen? Dampfladung, schlafen. Stelle ich die da ein, okay? Und dann befestige ich die. Und dann wende ich den Zug. Jetzt haben wir eine neue Baumeistereinheit, die ist hier. Außerhalb deiner Mauern, also dahin. Finde Observatorium in der Aktionsunterstützung oder bauen. Nummer 1. Deswegen Observatorium noch bauen, okay. Und annehmen. Gut. Hervorragend. Jetzt können wir mehr bauen, mehr produzieren und noch mächtiger werden. Es ist an der Zeit, eine Streitmacht aufzustellen, die mit unserem Feind aufnehmen kann. Unsere Basis befindet sich auf einer erhöhten Linde, da das Zugang zu und den Abgang von ihnen einschränkt. Südlich unseres Spurs befindet sich eine Höhle, durch die man die Unterebene erreichen kann. Laufen ist aber nur etwas für Barbaren. Ich schlage vor, dass wir stattdessen einen Skyport bauen, um in die Lüfte schwingen. Aha, Skyport bauen. Wo sind denn unsere Bauarbeiter? Das sind hier Heilfang-Fritzen. Baumeistereinheit anbauen, anheuern, machen wir. Zack. Der Zug
Ja, damit das Observatorium kommt, klar. Habe ich das jetzt schon ausgewählt, gemacht? Ne, ich glaube, ich muss nochmal klicken, ne? Ach so, ich muss wahrscheinlich diesen hier. Ja, okay, schlaf mal. So hat es funktioniert, ne? Jetzt sind wir noch wieder Baumeister. Also dahin wollen sie. Finde die Aktion Skyport bauen. Da ist er. Und annehmen. Alles schon fertig, okay. Und jetzt eine Aktion Kampfzeppelin zustellen. Okay. Kampfzeppelin. Fertig. Zug werden. Finde die Aktion Skyport in der Kategorie hochentwickeltes Gebäude bauen. Ach so, das habe ich schon, ne? Ja, nochmal Zug werden. Ach, ich muss den hier wieder schlafen sagen und so, ne? Geht's jetzt? Ja. Ich will danach suchen. Geht zur nächsten. Na, jetzt hat unser Zivilansatz, das können wir über die Klippen schicken und nach Feinden Ausschau halten. Aber wir haben auch Gerüchte gehört, dass es irgendwo in der unteren Ebene des Ödlands Ruinen eine halbneutrale Stadt gibt. Wenn wir sie finden, könnten wir unseren Zivilansatz schicken und einige Dinge benötigen Ressourcen holen. Vielleicht können wir sogar ein paar faule Ödlandwohner fangen und sie in unsere Belegschaft aufnehmen. Okay, erkunde das Ödland mit der Einheit und ja. Wo ist das Zeppelin da? Und dann muss ich jetzt hier runterfliegen oder was? Kann ich aber nur bis da erstmal, oder? Aha, da ist die Stadt. Ich habe auch keine Aktionspunkte mehr. Kann ich die auch mitnehmen? Komme ich da auch hin? Ja, da geht's wohl runter. Dann hat die keine Aktionspunkte mehr. Also weiter. Die schlafen ja. Wieso ist der jetzt da hingegangen? Okay, jetzt hat's geklappt. Soll ich jetzt dahin fliegen? Nee, ne? So, jetzt habe ich es erreicht, ne? Fliegen wir mit der, fahren wir mit der Eisenbahn noch hin. Jetzt könnte ich hier noch was machen, ne? Luftaufklärung. Runde überspringen. Schlafen. Und weiter geht's. Fantastisch, dass sie in der neutralen Stadt gefunden. Unsere Expedition wartet auf deine Befehle. Was sollen wir also aus den Menschen machen, die hier versammelt sind? Es sind einfache Leute, die versuchen, in dieser grauen Umgebung zu überlegen. Wir brauchen die Ressourcen eindeutig mehr und diese Ödländer brauchen dringend eine gute Führung, ob sie sich diesem bewusst sind oder nicht. Doch die Stadt ist ein Labyrinth. Wenn wir versuchen, die Ressourcen zu sehen, haben die Wohner eine Chance zu entkommen. Wenn wir andererseits versuchen, sie gefangen zu nehmen, riskieren wir, dass sie ihr Vorräte zerstören. Eine schwierige Entscheidung, die wir treffen müssen. Zum Glück bin ich nur ein Berater. Ah, jetzt ist das hier mit dem Auswählen. Ah, nee, ich nehme das erste. Ich will die Ressourcen haben. Ich werde danach suchen. Geht zur nächsten Seite um. Der Vorderseher soll uns gedienen, aber. Jetzt muss ich da hochfliegen, oder was? Jetzt muss ich den Zug beenden. Was will das denn hier? Ergebnis der Ereignisse. Ach so, okay. Habe ich Dampf dazu gekriegt, Lebensmittel und Wasser. Okay. Dafür ging das Fenster immer auf. Alles klar. Jetzt habe ich das da oben erwischt, ne? Gesehen, ne? Jetzt soll ich den Zug beenden. Ja, ich habe doch die Sichtweite und ich habe auch beendet, oder? Ach so, nee, ich muss wieder hier irgendwen schleifen schicken wahrscheinlich, ne? Oh.
Da ist er. Ein schlechter Zustand, aber sieht so aus, als könnte man ihn noch retten. Mit etwas Arbeit können wir ihn für unseren Zweck nutzbar machen. Schicken wir unseren Baumeister hin. Haben wir Baumeister hier? Ich glaube nicht, ne? Das war eine Dingenseinheit. Darauf. Ja, das ist ja jetzt wieder super, oder? Annehmen. Eine Eigenschaft der Gebäude, bis er zum Beispiel handelt, oder Fähigkeit sagen, das war das. Okay, aber ich muss jetzt erstmal stelle zwei weitere Baumeistereinheiten her. Das kann ich hier machen. Annehmen, und das müsste ich auch da machen können, oder? Annehmen. Wunderbar. Jetzt muss ich aber meinen Zug beenden. Das habe ich wohl irgendwie schon eingenommen oder was? Fahr mal die Lok da ein. Dann schlaf du. Du schlaf auch. So, jetzt müsste ich meine zwei Einheiten haben. Jetzt nehme ich die und lass die mal bis dahin laufen. Wird ja mehrere Runden dauern. Aber jetzt muss ich ab. Was war ich jetzt? So, was mit 3? Ja. Observatorium upgraden. Gebäude upgraden. Okay. Annehmen. Wunderbar. Beende deinen Zug. Schlafen wir. Schlafen wir. Weiter. So, wo sind die jetzt, meine Leute hier? Da. Ah, wird ewig dauern, bis die da sind, ne? Gut, weiter. Die schlafen ja alle, ne? Weiter. Weiter. Die laufen doch von alleine, wenn ich weiter drücke. Genauso ist es. Sehr gut. Weiter. Eine Runde brauchen wir noch, dann sind sie da oben, glaube ich. Okay. Verwenden Sie dann eine Operation mit der Aktion Gebäude Upgrade Nummer 3 zu aktivieren. Habe ich gemacht. Jetzt muss ich ein neues Observatorium hier bauen. Fertig. Weiter. Weiter. So, auch erzielt, ne? Super, jetzt haben wir eine weitere Basis, die direkt in der Mitte der Karte liegt. Jetzt kann sich niemand mehr unbemerkt zwischen die beiden Seiten schleichen. Wahnsinn. Technologie, willkommen. Okay, da geht's zum Forschung. Neues Projekt auswählen. Soll ich hier oben nehmen? Politik. Da. Okay, was muss ich hier machen? Spiegellinsentechnologie, ist sie das? Und die soll ich jetzt annehmen. Habe ich gemacht und mache jetzt den Zug zu Ende. Nehmen wir mal schlafen und tschüss. Das ist klar, okay. Ah, Dampf kaufen, verkaufen und wir haben 27, 21, 24, okay. Okay, Schieberegler und so weiter und so fort annehmen. Dann ist dein Training abgeschlossen. Okay, auch fertig. Tutorial beendet. Irgendwo war hier jetzt der Handel. Das können wir jetzt nicht feststellen, aber hier irgendwo ist der und das ist mit dem Schieberegler und das können wir hin und her machen, ist klar. Okay, dann haben wir diese Vorschau beendet. Ich würde sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid.
Und da würden wir gucken, was wir hier mit der Kampagne machen können oder sowas. Dann sehen wir uns das mal genauer an. Ne? Ich sag mal, falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Vorschau. Bis dann. Ciao.